Ja, war ein gutes Spiel. Ich glaube, wir haben ein gutes Auswärtsspiel gemacht. Haben dann auch in den richtigen Momenten haben wir dann getroffen. Und mit meinem 2-0 war dann das Spiel entschieden. Und es war auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel von uns. Ich glaube, ich war erstmal überrascht, weil ich dachte am Anfang, das war Abseits gewesen, aber dann habe ich auch zum Linienrichter geschaut, aber der hat die Fahne nicht gehoben und ja, dann war ich überglücklich, dass es dann jetzt endlich geklappt hat. Meine zwei Brüder waren im Stadion, meine Family hat zu Hause vor dem Fernseher gesessen und ja, die waren auch sehr stolz auf mich, überglücklich und ja, das hat mich auch sehr gefreut. Ja, wir wollen einfach den Schwung mitnehmen aus den letzten Wochen. Die Mannschaft ist sehr gut drauf, die Stimmung ist gut und ja, jetzt wollen wir den Schwung mitnehmen und hoffen, dass es am Sonntag genauso wird. Jetzt mal auf dem rechten Flügel, Ball nach innen gespielt, in den wirklich dunklen 16er der Hannoveraner, Schuss, 2-0. Man sieht kaum Tom Kraus, weil es finster ist im 16er. Der zieht aus der rechten 16er-Ecke ab. Entfernung, naja, so ein bisschen quer, würde ich sagen, fast 20 Meter von der 16er Linie, aber durch die Schräge kriegt er 20 Meter, halb hoch, schießt er gerade, Strich, Schuss, Tor, ich hätte es fast nicht gesehen. Ja, perfekt läuft es nicht immer. Es gibt immer was zu verbessern. Es freut mich die Leistung. Dadurch, dass ich auch dreimal jetzt auf der Bank saß, wollte ich mich zurück erarbeiten und habe das, glaube ich, auch getan. Und deswegen freut mich das sehr. So schauen wir uns das natürlich wesentlich lieber an. Jetzt Möglichkeit zum 3-0. Passt Tor wieder an. Schuss 3-0. Schuranov macht die Kiste nach herrlichem Pass von Dovedan, der wie ein heißes Messer durch die Butter geht. Und dann ist der Ball im 16er beim ganz, ganz freien Erik Schuranov. Joker-Tor, der macht die dritte Bude. Ja, Dresden ist im Abstiegskampf. Die werden kämpfen, kratzen und beißen. Das wissen wir. Wir müssen einfach so, genauso wie in den letzten Spielen, müssen wir spielen, als Team arbeiten. Gegen den Ball ist, glaube ich, unsere Grundtugenden, dass wir das auch auf dem Platz machen. Und ja, wenn wir das machen, dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir das Spiel gewinnen und dann die nächsten drei Punkte holen.